NFL 20, wir sind zurück in der Gridiron Nightmare Serie zur Halloween Challenge Nummer 4 steht an. Ein Stern Herausforderung. Wir sollen in 10 Spielzügen scoren. Es gelten immer noch die House Rules, also nur 3 Versuche für ein neues First Down. So. Oh, das Blöde ist, die Bats haben den Ball. Also, wir müssen in diesen 10 Plays erst einmal den Ball wieder zurückerobern. Die Bats haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Wir sind im ersten Quarter, also der Score und alles spielt hier keine Rolle. Wir brauchen nur den Ball. Play Nummer 1. Ein Lauf. Wir müssen hier, glaube ich, immer ein bisschen mitzählen, damit wir halt wissen, wie wichtig ist es und wie schnell wir nachher scoren müssen, wenn wir denn in Ballbesitz kommen. 2.11 an der 24. Wieder ein Run, das ist das zweite Play. Aber damit haben die Bats jetzt einen 3. und 11 und wie gesagt, 3 Versuche nur für einen First Down. Das spielt uns jetzt natürlich in die Hände, weil das ist das dritte Play. An die 15-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. An die 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, unser erstes Play. Wir starten mit dem Texas. Das ist jetzt Play Nummer 4 in dieser Serie. Witten und Olawale attackieren die... Ja, und da gehen wir auf Jason Witten, unseren Tight End. First Down an der 45. Spielzug Nummer 4. Oh, ein Play-Action-Misdirection-Shot. Spielzug Nummer 5. Jagten links auf Terrell Owens. Okay, das Play-Action ist schon mal gelungen, aber dann bricht die Pocket zusammen und wir haben den Sack. Und das ist natürlich jetzt übel. Jetzt haben wir einen zweiten Versuch und 21. Wow, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Wir nehmen einen Slant-Spielzug. Owens von links. Cooper von der rechten Seite. Wir sind natürlich meilenweit von einer möglichen Field Goal Range entfernt. Aber wir haben Terrell Owens. Wir haben einen First Down. Und das Gute ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, keiner schreibt uns vor, wie wir hier scoren müssen. Wir schicken wieder Owens auf den Misdirection Shot. Diesmal weniger Druck auf Aikman. Und da vorne ist Terrell Owens komplett frei. Wir sind an der 19-Yard-Linie. Wir sollen ja nur scoren. Von einem Touchdown hat ja keiner gesprochen. Wenn ich jetzt mal kräftig mitgezählt hätte. Ich glaube, wir haben aber noch eins. Owens und Cooper von links, Geller von rechts. Also wir sind in sicherer Field Goal Range. Wenn wir jetzt nicht in die Endzone kommen, dann schicken wir auch die... An der 3... So, das Quarter ist vorbei. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Ins zweite Quarter, aber wie gesagt, das spielt ja hier für unsere Challenge keine große Rolle. Aber die haben mich jetzt so geärgert mit dem Sack. Ich hätte hier schon gerne einen Touchdown. Lauf durch die Mitte. Wir gehen per Audible in einen Pass. Achten auf Owens. Achten auf Jason Witten. Und wir werden gesackt. Jetzt wird es aber langsam, glaube ich, echt eng mit der Challenge, oder? Wir probieren es trotz alledem noch einmal. Ich habe jetzt schon den Ehrgeiz, hier noch einen Touchdown zu erzielen. Einfach nur, weil ich wissen möchte, ob wir es können. Und das tun wir. Terrell Owens ist in der Endzone. So, haben es uns bewusst jetzt selber ein bisschen schwerer gemacht, haben unseren Stern Maximum Stars erreicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.